Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video werde ich eine Hose distressen und euch das Ganze zeigen, wie das funktioniert. Los geht's. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. In dem heutigen Video, wie gesagt, geht es um ein Do-it-yourself. Und zwar werde ich eine Hose distressen. Kurzes Vorwort dazu. Ihr kennt, sag mal, alle Klamotten, die man immer tragen kann, dauerhaft im Trend sind. Und dann gibt es immer so saisonale oder irgendwelche besonderen Trends, die wirklich nur kurzfristig irgendwie sehr, sehr angesagt sind. Und eins dieser Artikel, der gerade sehr angesagt sind, sind diese Carhartt-Hosen. Das sind eigentlich Workwear-Hosen. Und zwar, ich habe hier mal eine gekauft. Und diese Hose werde ich heute distressen, weil das ist eine nagelneue Hose. Ihr seht, das Tag ist noch dran, hinten ist das Tag noch dran, ist der Aufkleber noch dran. Und das Ganze könnt ihr am Ende des Videos auch gewinnen. Also diese Hose, ich muss dazu zugestehen, ich habe das Ganze noch nie gemacht. Ich habe aber mir auch schon einen Plan ausgearbeitet, wie ich das Ganze angehen werde. Werde ich jetzt im Laufe des Videos distressen und dann schauen wir das ganze Ergebnis mal an. Und wie gesagt, am Ende des Videos könntet ihr die Hose gewinnen. Schon mal kurz vorweg, die Hose ist in 32,30, also die müsste gut sein für alle Leute so zwischen 1,75 Meter und 1,82 Meter, 83, so circa um die 80 Kilo. Also jeder, der Hosengröße 32 hat, ich muss euch sagen, die ist Länge 30 und die ist trotzdem gut stacked bei mir, wenn ich die anziehe. Und dementsprechend, ja, ich bin 1,80 Meter groß, also sie sind schon ein bisschen länger. Ne? Ich werde das Ganze noch ein bisschen mehr verlängern, indem ich dann noch was an der Hose verändere. Aber wie gesagt, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wie gesagt, die Hosen sind gerade sehr im Trend. Es gibt verschiedenste Designer, wie zum Beispiel Gallery Department oder ich sag mal jetzt auch Heron Preston, die auf diese Vintage-Optik stehen. Und dementsprechend werde ich mal gucken, was ich hier rausholen kann. Ich werde das Ganze natürlich auch nicht übertreiben, jetzt nicht irgendwelche riesigen Rips reinmachen oder sonstiges. Aber ich möchte die Hose ein bisschen cooler machen und dementsprechend, wie gesagt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende am Start, dann könnt ihr die Hose auf jeden Fall gewinnen. So Leute, natürlich braucht ihr dafür auch ein bisschen Werkzeug. Ich habe mir im Vorfeld ein bisschen was besorgt. Das Ganze habe ich einfach im Baumarkt besorgt und ich habe hier so einen Schleifklotz mit so einem relativ groben Schleifpapier. Und dann zwei verschiedene Art Teppichmesser habe ich mir besorgt. Ein etwas feineres und ein etwas größeres, gröberes. Und ja, ich guck mal, wir gehen das Ganze jetzt mal an und dann schauen wir uns das Ganze, wie das Ganze wird. So Leute, jetzt haben wir die Hose hier am Tisch und jetzt werden wir uns das Ganze mal anschauen. Zuallererstes mache ich natürlich die Tags ab, weil ja, die werden mich stören. Ich mache jetzt einmal ab an der Hose. Alle drei. Das hier, innen drin die Dinger ab. So, und dann würde ich rein theoretisch damit anfangen. Habe ich jetzt alles ab? Ja, genau, ich habe jetzt alles ab. Würde ich damit anfangen, von hinten anzufangen. Und zwar, was ich mir auf jeden Fall vorgenommen habe, ist erstmal das Carhartt-Logo abzumachen. Das kennt man von diesen Designer-Varianten auch. Deswegen nicht wundern, ich habe hier mein Handy am Start, damit ihr auch ein bisschen mehr seht. Mache ich als allererstes erstmal das Logo hinten ab. Dafür einfach nur die Nähte kurz öffnen, das geht relativ fix. Restlichen Nähte ab. So, und dann habe ich mir gedacht, da wo das Carhartt-Logo war, machen wir jetzt erstmal mit dem Schleifpapier ein bisschen so eine Optik. So. So, dann ist es mir auf jeden Fall wichtig, dass ich hier oben so ein bisschen wie so eine Naht an den Tascheneingängen und unten wollte ich eine kleine Macke reinmachen. So, dann, ich hoffe, ich schneide mich nicht. So Leute, ich habe die eine Seite jetzt von hinten so ein bisschen fertig. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal in der Nahaufnahme und zwar
habe ich hier so ein bisschen distressed. Hier so eine kleine, kleinen Schaden reingemacht. Im Prinzip, dass man quasi ein Portemonnaie tragen würde, was an einer Stelle so ein bisschen durchgetragen ist. Card, Logo ist ab. Hier habe ich ein bisschen distressed. Und dann habe ich die ganze Fläche, das sieht so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, verwaschen jetzt schon aus, mit diesem Schleifklotz abgeschliffen. Wenn man den Vergleich dazu sieht auf der anderen Seite, dann sieht man im Prinzip, dass hier noch gar nichts ist. Und die eine Seite ist schon mal ziemlich, ziemlich nice. Wie gesagt, jetzt nehme ich mir hier unten nochmal eben das Fußbein vor, beziehungsweise die Naht, die will ich noch aufmachen und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. So, dazu im Prinzip einfach nur die Naht jetzt öffnen. Das mache ich jetzt auch mal eben. So, jetzt ist das Ganze ab. Hier seht ihr die Naht, natürlich die ganzen Fäden etc. müssen jetzt abgemacht werden. Aber worauf ich hinaus will, ist im Prinzip dass das hier unten so ein bisschen angeraut wird. Natürlich muss ich das Ganze gleich noch bügeln, ne? Dass das Ganze dann noch so bleibt. Schauen, ob ich hier ein Bügelbrett habe. Habe ich aber eigentlich am Start. Aber ihr seht jetzt schon mal vorweg, wie gesagt, wie das Ganze werden soll. Hier seht ihr die Nähte, dass das Ganze so ein bisschen aufgeraut ist. Und das Ganze wird dann noch gebügelt. So Leute, ich zeige euch jetzt nochmal, wie das Ganze dann aussieht. Hier haben wir jetzt die ganzen Distress-Sachen an den Taschen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier habe ich was distressed, ein bisschen was an der Stelle. Unten habe ich die Nähte geöffnet, das Ganze dann abgeschnitten. Hier sind noch ein paar Reste von vorne. Genauso wie auf der Seite habe ich genau das Gleiche gemacht. Und dann habe ich das Ganze mit einem Schleifklotz abgeschliffen und dadurch sind halt eben diese Nähte ein bisschen durchgekommen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Sieht halt einfach wie eine coole Vintage-Hose aus. Dementsprechend drehe ich das Ganze einmal um und das Ganze geht von vorne weiter. So Leute, ich bin jetzt mit der Rückseite fertig. Jetzt mache ich vorne weiter. Ich habe mir ein paar Stellen ausgesucht, die ich prinzipiell ein bisschen bearbeiten möchte. Gar nicht zu viel. Ähnlich an den Taschen. Das Ganze wieder ein bisschen weicher machen mit dem Schleifklotz. Und hier oben diese Doppeltaschen, beziehungsweise die Doppel... Ja, diese, eigentlich sind das so Schutz, ich glaube fast zum Schweißen oder sonstiges Schutzaufsätze. Die werde ich auch ein bisschen bearbeiten, mal gucken, was ich da machen kann. Ich will das Ganze nicht zu viel machen. Es bekommt auch keine Farbe drauf, wie bei diesen typischen Gallery Department Hosen. Und ich sag mal, die Hosenbeine werde ich auch nicht umschneidern, sodass da, ich sag mal, so eine Art leichter Schlag ist. Ich finde diesen Straight Fit eigentlich ganz nice. Ich zeige euch auch am Ende, wie das Ganze dann aussieht, wenn ich das Ganze anziehe. Aber wie gesagt, die Hose bekommt einer von euch. Und wir machen jetzt erstmal weiter mit der Hose. So Leute, jetzt haben wir hier mal das erste Bein fertig. Und mehr würde ich gar nicht machen. Wie ihr seht, ich habe das Ganze ein bisschen ausgeschliffen, so ein bisschen abgeschliffen. Ich habe hier so ein bisschen die Kanten ein bisschen nachgearbeitet, hier oben. Bisschen distressed, hier ein bisschen distressed und auf der anderen Seite ist noch gar nichts. Also so sieht das Ganze plain aus, es ist nicht zu sehen, komplett nagelneu und auf der anderen Seite ist das Ganze distressed. Finde ich sehr, sehr nice, sieht sehr gelungen aus und ich mache jetzt mal weiter mit der zweiten Seite. So Leute, ich habe das Ganze jetzt fertig und ich zeige euch jetzt mal eben das Ergebnis. Ich würde gar nicht mehr machen, ich finde das ist schon mehr als ausreichend. Ich zeige euch das Ganze mal von oben. Ich habe hier, wie gesagt, an beiden Seiten Reißverschluss, das Ganze ein bisschen abgeschliffen. Das hat jetzt so eine leicht verwaschene Optik. Dazu noch die Nähte ein bisschen hervorgehoben. Hier hinten habe ich, hier unten habe ich aufgemacht, etc. Und jetzt werde ich das Ganze einmal für euch anziehen. So Leute, jetzt habe ich die Hose an. Ich zeige dir das Ganze einmal im Spiegel. Wie gesagt, sieht sehr nice aus. Von der Seite. Von hinten, die Schuhe, wie das Ganze an den Schuhen fittet, ist auch sehr nice, wie gesagt, es stackt, hat auf jeden Fall schon eine sehr coole Optik und ich muss sagen, bin schwer überrascht und das Ganze, wie gesagt, sieht jetzt so aus. So Freunde, und dann sind wir fertig mit der Hose. Ich bin mit dem Ergebnis, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden. Ist nicht zu viel. Sieht aber schon sehr, sehr abgenutzt, die Hose. Deswegen, wie gesagt,
Sehr cool, muss ich sagen. Mit wenig Aufwand bzw. ein bisschen Schweiß und ein bisschen Werkzeug kann man sowas ganz easy hinbekommen. Die Hosen kosten normalerweise um die 1000 Euro, also natürlich noch ein bisschen anders, ein bisschen mehr Farbe drauf und ein bisschen der Schnitt wurde geändert, aber wenn ihr euch so eine Designerhose kauft, dann ist das auf jeden Fall sehr teuer. Und ich finde persönlich, wenn man da so ein bisschen was selber macht, ist das Ergebnis sehr ähnlich, nicht gleich, aber ähnlich. Und man hat eine coole Hose, die so ein bisschen unikat ist. Und jeder kann da selber entscheiden, wie sehr sowas distressed ist. Und auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, so ein bisschen was individuell für sich selber ja, in den Kleiderschrank zu packen. Und wie gesagt, ihr könnt die Hose jetzt an der Stelle gewinnen. Alles, was ihr machen müsst, ist eigentlich in meinen Videos bekannt. Ihr müsst auf jeden Fall den Kanal folgen und Hashtag Gewinnspiel unten in die Kommentare. Wenn ihr wollt, lasst einen Satz da, warum gerade ihr die Hose haben wollt. Den Gewinner werde ich dann innerhalb von einer Woche auslosen und dann bekannt geben. Ihr müsst natürlich auf dem Kanal aufmerksam bleiben, sodass ihr das mitbekommt. Und dann ja, viel Spaß mit der Hose auf jeden Fall. Ich bin natürlich jetzt schon ein bisschen traurig, dass ich die abgebe, aber ja, ich weiß ja, wie es geht. Ich kann mir einfach eine neue machen und dementsprechend ja, viel, viel Spaß mit der Hose. So Leute, das war's. Lasst auf jeden Fall, wie gesagt, ein Abo da und ein Like, auch wenn ihr nicht am Gewinnspiel daran teilnehmen möchtet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Peace, Leute. Ciao.